Hallo, wir sind Nick und Leon, zwei beste Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden. Unsere Kinder sind mittlerweile 1,5 Jahre alt und jetzt reden wir in einem Podcast darüber, wie es ist, Daddy zu sein, nehmen andere mit, haben ganz viele Lifehacks und heute spielen wir unsere erste Live-Show. Wahnsinn! Grüße euch, schön, dass ihr da seid. Wer ist aus Frankfurt? Mal kurz Hand hoch, ich versuche das zu erkennen. Da vorne gehen. Okay. Das sind einige, okay. Jemand aus Offenbach? Oh, kurz die Hand hochgenommen, dann wieder runter. Offenbach, ja, die Frage geht immer. Nick Ellenberger und Leon Fröhlich machen zusammen den Podcast Bromance Daddies. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren und reden seitdem auf verschiedenen Social-Media-Kanälen über alles Mögliche. Wir haben vorher einfach Sachen gemacht, die uns Spaß gemacht haben. Jetzt also auf YouTube, TikTok, Instagram, das sind unsere Hauptplattformen und haben da wild durchgemischt von Reactions, von türkischen Süßigkeiten, die wir probiert haben. Wir haben verschiedene Challenges gemacht, alles Mögliche. Und wie soll ich sagen, eigentlich ist es schon auch eine glückliche Fügung, dass wir eben zufällig gleichzeitig Daddy wurden. Fast gleichzeitig Papa. Den Moment, als die beiden das erfahren, gibt es sogar auf Video. Was bisher geschah? Ich werde Papa. Was denn los? Das gibt's ja wirklich nicht, also pass auf. Eigentlich wollte ich es dir mit meiner Frau zusammen sagen. Ich werde nochmal Daddy. Halt dein Maul! Quatsch! Alter! Geplant? Ja, geplant. Sagt man so, gell? Stellung verrät man auch. Das heißt, wir sind gleichzeitig schwanger? Ziemlich. Also bei uns ist nämlich auch gerade der Punkt erreicht. Habt ihr Termin? 3. Juli? Am 12. Juli. Haben sich die Frauen abgesprochen? Mit wem hattest denn du Sex? Alter, das ist ja Endlevel. Eine kleine Überraschung. Was soll denn jetzt noch kommen? Innerhalb einer Woche bekommt Nick sein zweites Kind und Leon wird Papa von Zwillingen. Damit ändert sich das ganze Leben und auch die Themen ihrer Gespräche. Also ich meine, man muss wirklich sagen, mittlerweile es dreht sich 80% bei uns um die Kinder. Also wirklich, wir wollen Tipps geben, wir wollen anderen Eltern Tipps geben, was man für Fehler vielleicht nicht machen sollte, weil wir stehen zu unseren Fehlern und wir glauben, dass man von Fehlern auch lernen kann. Und die anderen 20% machen wir noch genau das, was wir immer machen, weil wir gesagt haben, wir wollen auch nicht immer nur über Elternsachen reden und deswegen machen wir noch Quatsch. Am Anfang hatte der Leon immer zu kämpfen mit so Kommentaren, die alle bringen, wenn sie Zwillingseltern sehen. Ja, bestimmt habt ihr auch den einen oder anderen Spruch schon mal gebracht. Der häufigste und auch gleichzeitig absurdeste ist, sind das Zwillinge? Am Anfang hatte ich das ein bisschen genervt, aber mittlerweile, die Kids sind ja 1,5 Jahre alt, nimmst du das souverän und wenn dich dann jemand fragt, sind das Zwillinge? Dann sagt der Leon einfach ganz easy, nee, Drillinge, den hässlichen lassen wir mal daheim. In der Show gibt es neben lustigen, aber auch ernsten Gesprächen über das Elterndasein auch Lifehacks, die das Leben erleichtern und viel Kommunikation mit dem Publikum. Das kommt gut an. Ich bin Fan der ersten Stunde sozusagen und ich finde es super, ich finde es mega unterhaltsam, bin jede Woche dabei und freue mich auf jeden Dienstag, wenn eine neue Folge reinkommt. Einfach ist super. Wie sich gegenseitig foppen, ja, sich so ein bisschen nochmal ärgern. Und wie sie mit dem Publikum interagieren, das ist ja sonst in den Podcasts nicht so. Das finde ich richtig cool, gefällt mir. Es ist unheimlich entspannt und locker und einfach mal schön, die beiden auch mal direkt live zu sehen. Super, auch mal endlich die Gesichter zu sehen und ja, auch die beiden jetzt mal auseinanderhalten zu können, weil war mir nie so bewusst, wer ist. Aber macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, ist super. Also die machen das ganz klasse, ist authentisch und macht Spaß, da live dabei zu sein. Es gibt noch zwei weitere Shows der Bromance Daddies in der KS in Frankfurt, nämlich am 22. Februar und am 30. März. Und bei der letzten Show gibt's was ganz Besonderes für die jungen Eltern. Weil wir haben gemerkt, dass eben viele Eltern ein Problem haben um 20 Uhr. Also wir sind sonst auch nach 20 Uhr nie draußen. Und deswegen haben wir die vorverlegt auf 17 Uhr, lassen auch die Kinder mitkommen. Also können gerne alle die Kinder mitbringen. Wird hier natürlich wild und anders, aber so kann man eben auch nochmal ein paar Leute hierher bekommen, die sonst nicht die Möglichkeit hätten und keinen Babysitter haben. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.